Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir wieder mal eine besondere Torte und zwar die erste Geburtstagstorte für unseren kleinen Neffen. Morgen wird er ein Jahr alt und da er total auf Frösche steht, gibt es natürlich eine Froschtorte. Die Torte ist gar nicht so schwer herzustellen, also jemand, der ein bisschen Erfahrung hat mit Fondant und Motivtorten und sich mal an eine 3D-Torte wagen möchte, kann das gerne machen. Und ihr könnt die Torte aber auch sehr gut abwandeln, zum Beispiel nicht nur als Frosch, sondern zum Beispiel auch als Teddybärkopf und dann die Augen einfach etwas weiter an die Seite setzen als Ohren. Und schon habt ihr eine kleine Teddybär-Torte. Unter der Dekoration versteckt sich eine leckere Zitronentorte. Als Füllung habe ich ein Lehmkörnchen gemacht mit weißer Schokolade. Als Böden einen Wunderkuchen, also einen Ölteig, der richtig schön saftig bleibt. Denn die Torte geht morgen mit uns noch mit nach Hamburg. Das heißt, bei den Temperaturen jetzt im Sommer habe ich auf Buttercreme verzichtet, damit wir sie auch problemlos transportieren können. Als erstes zeige ich euch gleich, was ich gestern alles vorbereitet habe für die Füllung und die Böden. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und falls du, kleiner Vitus, dir in ein paar Jahren dein Video zu deiner ersten Geburtstagstorte anschaust, dann wünschen dir dein Onkel und deine Tante ganz viel Spaß dabei. Wir starten heute mit dem einfachsten und zwar der Tortentränke. Dazu koche ich einfach einen Zuckersirup und damit können wir dann am Ende die Kuchenböden schön tränken, damit sie richtig schön saftig bleiben. Dafür könnt ihr aber auch je nachdem, welche Kuchenböden ihr habt und welche Torte ihr macht, auch Fruchtsäfte verwenden. Ihr könnt den Zuckersirup auch aromatisieren, zum Beispiel mit etwas Zitrone oder auch Alkohol. Und ich habe hier jetzt einfach nur etwas Wasser und Zucker und gebe das Ganze in einen Topf. Und so gebe ich das Ganze jetzt auf den Herd und dann wird der Zuckersirup ein paar Minuten gekocht und anschließend lasse ich ihn vollständig abkühlen. Während die Tortentränke jetzt schon gekocht hat, habe ich schon mal die Zutaten für unsere Füllung vorbereitet. Und da wir eine leckere Zitronentorte machen, mache ich als Füllung ein Lemon Curd mit weißer Schokolade und dafür zeige ich euch jetzt mal kurz die Zutaten. Für das Lemon Curd brauche ich Zitronen, Eier, Zucker, etwas Stärke und damit die Füllung auch richtig schön cremig wird, etwas Butter und leckere weiße Schokolade. Und für die Zubereitung muss ich als erstes die Zitronen vorbereiten und dafür werde ich jetzt erstmal die Schale abreiben und den Saft auspressen. Und jetzt kommen alle Zutaten außer Butter und Schokolade in einen kleinen Topf und dann wird das Ganze auf niedriger Hitze 5 bis 8 Minuten eingekocht. Dann wird die ganze Masse etwas dickflüssiger und ihr solltet dabei immer schön rühren. Das Lemon Curd ist jetzt fertig gekocht und richtig schön eingedickt und jetzt gebe ich es einmal durch ein Sieb, damit die Zitronenschale rausgeht und eventuelle Klümpchen. Das müsst ihr nicht machen, aber dann wird es richtig schön fein und dann lasse ich es erstmal etwas in der Schüssel runterkühlen, bevor wir dann die Butter und die Schokolade dazugeben. Das Lemon Curd ist jetzt ein bisschen abgekühlt, aber noch richtig schön warm. Das heißt, wir können jetzt die Butter und etwas Schokolade reinrühren, dann schmilzt das Ganze und wir können das Ganze gut verrühren. Und meine Gläser habe ich auch schon vorbereitet und da kann ich das Lemon Curd gleich einfüllen. Als letztes für heute bereiten wir noch die Kuchenböden vor und das machen wir heute als letztes, denn es ist so unfassbar warm, dass wir die Flucht ergreifen, sobald der Backofen dann an ist und der Kuchen drin ist. Deswegen habe ich die jetzt ans Ende geschoben und für den Frosch machen wir einmal einen Kuchen in einer 20 cm Halbkugelform und für die Glubschaugen mache ich noch zwei Muffins. Und
Ich mache den Teig als Vanilleteig und dann die Zitronenfüllung. Und dazu nutze ich das Wunderkuchen-Grundrezept und ich zeige euch mal kurz die Zutaten dafür. Für den Wunderkuchen brauchen wir Eier, Zucker, eine Prise Salz, etwas Vanille, bei mir in Form von Vanilleextrakt, Mineralwasser und Öl, Mehl und Backpulver. Und für die Zubereitung werden jetzt als erstes die Eier zusammen mit dem Zucker, der Prise Salz und dem Vanilleextrakt richtig schön schaumig aufgeschlagen. Die Eierzuckermasse ist jetzt richtig schön schaumig aufgeschlagen und in der Zwischenzeit habe ich auch schon mal die trockenen Zutaten gemischt und gesiebt. Und jetzt gebe ich Wasser und Öl zusammen und lasse es hineinlaufen, während die Küchenmaschine auf niedriger Stufe weiterrührt. Und wenn die flüssigen Zutaten gut eingerührt sind, dann kommen die trockenen Zutaten hinzu und die gebe ich jetzt esslöffelweise hinzu. Der Teig ist jetzt fertig und jetzt können wir ihn auch schon auf unsere Backform auffüllen. Und so können unsere Kuchen jetzt gebacken werden. Achtet einfach darauf, dass ihr die Stäbchenprobe macht. Und die Muffins brauchen natürlich kürzer als die Halbkugel. Die braucht immer ziemlich lange im Backofen. Nächster Tag und es geht weiter. Kuchenböden und Füllungen sind soweit vorbereitet und konnten jetzt über Nacht abkühlen. Und jetzt starten wir als erstes mit der Ganache zum Einstreichen, denn dann kann sie bis zum Einstreichen auch etwas abkühlen und fester werden. Und für die weiße Ganache habe ich hier jetzt einfach nur Sahne und weiße Schokolade und gebe die Sahne in einen kleinen Topf und kann sie dann auf dem Herd erhitzen. Und sobald die Sahne dann heiß ist, könnt ihr sie vom Herd nehmen und die Schokolade hineingeben und dann kann die Schokolade in der heißen Sahne schmelzen. Und wenn ihr die Masse dann verrührt habt und alles schön geschmolzen ist und sich gut verbunden habt, dann könnt ihr die Ganache auch schon umfüllen in ein Gefäß und dort vollständig abkühlen lassen. Und damit wir die Torte jetzt füllen können, werde ich als erstes den Kuchen in Böden schneiden. Die Torte auch schon füllen und dazu tränke ich als erstes jeden Boden mit der Tortentränke. Nicht so viel, denn der Boden soll ja nicht aufweichen, sondern nur schön saftig werden und anschließend bestreiche ich jeden Boden dann mit dem Lemon Curd mit weißer Schokolade. Die Torte ist jetzt fertig geschichtet und meine Ganache hatte ich jetzt im Kühlschrank und habe sie immer mal umgerührt. Dann kühlt sie einfach schneller ab und wird schneller fest. Ihr müsst nur aufpassen, dass sie euch nicht zu fest wird. Und jetzt hat sie so eine richtig schön cremige, Nutella-artige Konsistenz. Und damit kann ich jetzt die Torte richtig gut einstreichen. Und bei so runden Formen ist das immer ganz gut, wenn ihr so eine flexible Teigkarte habt. Und ich habe jetzt einfach einen Deckel von einer Frischkäsepackung. Und
so kann ich die Torte jetzt erstmal kalt stellen und dann kann die Ganache fest werden und dann können wir weiter dekorieren. Jetzt können wir die Augen von dem kleinen Frosch machen und dazu nutze ich die kleinen Muffins. Und die werde ich jetzt einfach so ein bisschen in Form schnitzen, das heißt unten so eine ganz leichte Rundung rein, damit die dann gut auf der Halbkugel liegen und nach hinten weg auch so leicht abrunden, damit das Öhrchen dann einfach ein bisschen mehr Form hat und nicht so kantig ist. Öhrchen, Auge, Auge. Und die Augen können wir jetzt mit ein paar Spaghetti einfach feststecken. Und die Augen kann ich jetzt auch ganz vorsichtig mit etwas Ganache einstreichen. Und so kann der Frosch jetzt auch noch mal in den Kühlschrank und dann kann die Ganache an den Augen auch noch mal fest werden. Während die Torte jetzt im Kühlschrank steht und die Ganache an den Augen fest wird, können wir uns schon mal um das Cakeboard kümmern. Und dafür habe ich eine Kaperplatte, eine Leichtschaumplatte, eine recht dicke, schon mal passend zugeschnitten und hellblauen Fondant ausgerollt. Und für dieses schöne Hellblau habe ich einfach ungefähr 250 Gramm weißen Fondant mit 5 bis 10 Gramm blauen Fondant vermischt. Und dann entsteht dieses schöne pastellige Hellblau. Und das befestige ich jetzt auf dem Cakeboard und dafür gebe ich jetzt erstmal etwas essbaren Kleber auf das Board. Und so können wir das Cakeboard jetzt erstmal zur Seite stellen, dann kann es ein bisschen antrocknen und wir können jetzt schon mal die Froschtorte eindecken. Der Frosch ist jetzt fertig eingedeckt und jetzt können wir ihn dekorieren und ich starte als erstes mal mit den Augen. Und dazu habe ich hier weißen Fondant zu Kugeln gerollt und kann ihn jetzt etwas flach drücken und dann als Augen aufkleben. Jetzt ist unsere Froschtorte soweit fertig dekoriert und wir können sie auf das Cakeboard setzen und dann das Cakeboard noch fertigstellen. Jetzt sind wir auch schon fast fertig, aber es fehlt natürlich noch Jahreszahl und Name des Geburtstagskindes. Ich habe bereits eine kleine 1 vorbereitet, damit sie trocknen konnte. Und dazu habe ich einfach in weißen Fondant etwas CMC-Pulver eingeknetet. Das ist ein Zellulosepulver, das bewirkt, dass der Fondant schneller und besser aushärtet. Die weiße Masse habe ich dann dick ausgerollt und die 1 ausgestochen und die 1 mit bunten Punkten dekoriert. Thank you.
jetzt kann ich die 1 auch schon in unser Cakeboard stechen und dazu steche ich mir vorher mit einem spitzen Holzspieß das Loch schon mal vor. Jetzt ist die süße Froschtorte auch schon fertig und mir gefällt sie richtig gut, dem Kameramann auch. Und wir freuen uns jetzt schon sehr. Morgen geht's nach Hamburg zur kleinen Familie, bei der sich jetzt auch schon wieder Nachwuchs angekündigt hat. Das heißt, es bleibt nicht die einzige Torte zum ersten Geburtstag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alle Rezepte, genauen Mengenangaben findet ihr schriftlich auf dem Blog. Alle Links findet ihr in der Infobox. Und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!